Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier zu Sniper Ghost Warrior 3. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Peter Moss und ja, ich habe mal hier so einen richtigen Fehlstart hingelegt und es tut mir auch leid für die Folge von heute, dass sie halt auch wahrscheinlich extrem spät kommen wird. Problem ging damit los, dass ich erstmal dachte, dass ich für heute überhaupt noch eine Folge habe und hatte gar keine. Und wie ich das dann festgestellt hatte, wollte ich jetzt aufnehmen und habe letztens ein bisschen was an meinen Aufnahmeoptionen verändert und habe jetzt festgestellt, ich hatte zwar Game Sound, aber habe mich nicht gehört. Gut, das mag jetzt vielleicht kein großes Problem für den einen oder anderen gewesen sein. Ich fand es ein bisschen doof, deswegen habe ich es rausgenommen. Ich habe jetzt leider eine Nebenmission gespielt, die Brücke. Und ja, ich weiß noch nicht, ob ich die euch via Link, dass wenn ihr euch es angucken wollt, euch angucken könnt, halt nur ohne Ton halt von mir. Weiß ich jetzt noch nicht. Kann sein, dass ich das mit in die Videobeschreibung reinpacke. Daher auch der Grund, warum ich die XM 2015 habe. Weil ich habe sie halt aus dem einfachen Grund gewählt, weil ich dafür ein übelst großes Scope gebraucht habe, weil sonst hätte ich es nicht spielen können. Ja. Aber somit geht es zumindest weiter direkt mit der Hauptstory. Ist halt so. Und ich hoffe, dass es jetzt hier soundtechnisch alles wunderbar läuft. Ich habe das jetzt eben gerade nochmal getestet. Und jetzt habe ich hier 10 wunderbare Skillpunkte, die ich noch benutzen darf. Und ich weiß gar nicht, in was. Sichtfeld der feindlichen Scharfschützen ist im Erkundungsmodus sichtbar, was eine recht coole Sache wäre. Oder ich lade mein Gewehr 20% schneller nach. Jetzt weiß ich nicht, ob das nach dem Schuss dieses Nachladen ist. Also ich würde jetzt mal sagen, so wie das Symbol aussieht, würde ich sagen, ja. Und deswegen nehme ich das doch jetzt auch einfach mal. Gut. Es sind noch einiges an Tipps reingekommen, die ich so ein bisschen noch loswerden will, auch während des Spiels noch. Also zum Beispiel, wenn ihr Geist so ein bisschen leveln wollt, das geht ganz gut mit der Pistole. Krieger sollte relativ klar sein mit der AK oder sowas. Aber das ist ja so der Weg, den wir ja eigentlich gar nicht spielen wollen. Muss ich gerade mal gucken. Jetzt behalte ich die einfach mal noch, weil ich weiß jetzt nicht, was mir die nächste Mission noch bringt. Munitionstechnisch hier habe ich AP müsste ich mal noch herstellen. Aha, wollen wir ein paar Schuss jetzt. Ist ja mal. Kommen wir mal 21. So. Dürfen wir ja eh nur 10 mitnehmen. Was ich allerdings ein bisschen schade finde, dass man gerade von der Panzerbrechenden nur ein bisschen wenig mitnehmen kann. Ich denke mal noch, dass man Geist ganz gut hier mit den Messern und sowas leveln kann. Und so Granaten werden wahrscheinlich wieder Krieger sein. Ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch auch einfach direkt in die nächste Mission. Fehlt euch natürlich jetzt so ein bisschen Story-Input. Also die Rachel wird hier wohl festgehalten. Und jetzt soll ich Lydia halt einfach treffen. Und da wollen wir sie jetzt rausholen. Ist wohl schwer bewacht. Und dann gucken wir doch mal, wie das jetzt wird. Ja. Gib mal sogar anscheinend einen neuen Akt oder sowas da dafür. Also tippe ich jetzt mal zumindest. Oder wir gehen in den alten zurück oder wie auch immer. Startet. Das freut mich aber. Vor allem, ich freue mich auch, dass es gar nicht mehr so heiß ist. Wir können nicht wissen, was Sie hier antun. Flossdorf ist ein manipulatives Schwein und sollte erbärmlich sterben. Aber sie ist für ihn ein wichtiges Gut. Er würde ihr nichts antun. Es könnte eine Falle für dich sein, John. Das muss ich riskieren. Begib dich hinein und komm so schnell wie möglich wieder raus. Wäre hilfreich, wenn du durch Wände laufen könntest. Ich tue, was ich kann. Ende. Knarrt schön.
Okay, wenn ich jetzt schon hier bin, will ich jetzt einfach mal gucken, ob ich für meine komische Dragon noch vielleicht auch ein besseres Scope einfach nehmen kann. Also für meine Dragon SW, wie auch immer. Schade. Der hätte ich eigentlich ganz gerne gespielt. Aber ich glaube, ich werde bei dem größeren Scope bleiben. Nein, halt hier. Weil ich habe einfach ein besseres Scope dadurch. Schauen wir mal. Dann gehen wir mal. Schauen wir mal, dann gehen wir mal. So, haben wir einen Schnellreisepunkt nach da hinten? Wo auch immer wir hin müssen? Natürlich nicht. Warum auch? Wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn wir da einen Schnellreisepunkt gehabt hätten. So, oh, da ist ja schon die Straße. So, ich soll unentdeckt bleiben. Ich fahre doch da eigentlich nur hin. Wer soll mich denn da großartig entdecken? Also für die Leute, die jetzt auch das als Singleplayer spielen, wäre es recht interessant, hier die ganzen Fragezeichen vielleicht noch mitzunehmen. Weil es ihr einfach Sondersachen kriegt. Also ihr könnt ja wie in der einen Mission, die ich schon gespielt habe, sehen, ein neues Scharfschützengewehr kriegen. Oder ihr könnt auch einfach was für die Deko kriegen in eurem Unterschlupf. Geheimversteck-Herausforderung. Wollen wir die machen? Also, weil ich tippe mal, dass das wahrscheinlich hier unten ist. Die Geheimversteck-Herausforderung. Ich würde ja fast sagen, dass die wahrscheinlich hier irgendwo im Wasser ist. Das jetzt die Geheimversteck-Herausforderung sein. Freut mich ja in der Hinsicht schon mal. Okay. Ist hier sonst noch irgendwas, was ich vielleicht aufmachen kann, was für mich von Interesse sein könnte? Okay. Na dann wohl nicht. Aber ich tippe mal, dass es wahrscheinlich diese Geheimversteck war. Weil so offensichtlich war es ja jetzt nicht. Ah, Fischlis. Hier schwimmen Fischlis rum, Mann. Wie ihr seht, sowas kann man auch mal beiläufig mal machen. Hätte natürlich auch sein können, dass es vielleicht was anderes ist. Vielleicht was längerwieriges, man weiß es ja nicht. So. Dann weiter zur Hauptmission. Mal gespannt, was unsere liebe Lydia dazu sagt. Silos, viele tote Winkel. Ohne Scharfschützenunterstützung kann man da nicht reinschleichen. Okay, soviel zum Thema bleibt unentdeckt. Feind im Blickfeld! Die blindet oder was? Naja, egal. Hier gibt es viele Patrouillen. Du solltest auf die Hügel. Und du? Ich werde mich schon mal umsehen. Verstanden.
Ich werde übrigens vorsichtig sein. Danke für deine Besorgnis. Ah ja, ich dachte, Vorsicht ist selbstverständlich. Gern geschehen. So, wo soll ich denn? Auf die Hügel. Da oben soll ich sein. Die Rückseite des Komplexes ist weniger bewacht. Da sollten wir zuschlagen. Klassischer Hinterhalt. Verstanden. So, da ich ja ein bisschen faul bin und ich das ja mit der Drohne wahrscheinlich bisschen besser spotten kann, gucke ich jetzt einfach erstmal hier, wo ich hier so lang kann und wo hier vielleicht einfach mal so Gegner sein könnten. Oder vielleicht sind hier auch gar keine. Also da soll ich auf jeden Fall hin. Okay. Gut. Sah jetzt mal nicht so aus, als wäre da jetzt irgendwo großartig einer gewesen. Warum komme ich da jetzt nicht hoch? Boah. Aha. Okay. So. Nicht da einfach so hochlaufen? Natürlich nicht. Es wäre ja auch zu einfach gewesen. Ach ja. Betrete Silos. Das freut mich gerade sehr. Wo kann ich hier klettern, Mann? Oh! Oh, oh, oh. Okay. Na komm. Mach den Kletteraffen. Nein, heute wird es nicht regnen. Also da vorne gibt es eine Position und da oben oder was? Okay. Weil dem hat der das eigentlich irgendwie gemerkt, dass ich es gesagt habe? Nein, heute wird es nicht regnen. Da oben ist mein Spot. Da komme ich hoch. Na wunderbar. Ja, ich wusste, hätte es doch irgendwo einen alternativen Weg gegeben. Bin ja eigentlich auch ganz froh, dass ich das große Scope mit dabei habe. Hätte mit dem anderen vielleicht doch ein bisschen schwieriger werden können. Finde Raquel. Deine Drohne könnte helfen. Ich vermute fast, sie wird eher versteckt sein. So. Das stellen wir schon mal auf. Dann wackelt er nicht ganz so hart. So. Gut. Dann fliegen wir mal mit der Drohne rum. Wird er wahrscheinlich irgendwo hier oben drin sein. Da in irgendeinem Turm da so. Da. Da ist er doch. Ja, ich sehe sie. Okay,
Scharfschützen auf den Silos. Scharfschützen auf den Silos. Da. Ah, haben wir ja so schon angezeigt. Das ist ja ein Traum. Na, na, na. Oh. Kann ich mich da auch irgendwie gescheit so hinlegen? So. Oh Gott, wo waren sie denn da? So. Erster Sniper tot. Ja, dann hätten wir da Nummer 2. Ins Gesicht, Mann. Zweiter Schütze tot. Gute Schüsse. Gib mir Deckung und warte auf mein Signal. Feuere nicht, bevor ich es sage. Töte den Kerl auf dem Turm. Erledigt. Vorsicht. Gegnerischer Flieger. Die Mission wird jede Minute interessanter. Es kommt eine Patrouille. Scheiße, muss mich verstecken. Dann versteck dich mal. So. Töte den Fahrer. Ich schnapp den Passagier. Na dann. Bumm. Oh, schön machst du das, Lydia. Ich hab fast vergessen, wie beeindruckend du bist. Uns geht die Zeit aus. Ich gehe weiter. Markier die Feinde, ja? Aha. Okay. Markiert halt dich so? Ich sehe einen unten und den anderen einen Stockwerk höher. Töte du den oben. Ich nehme den zweiten. Warte auf mein Signal. Bereit. Und du? Bereit. 3, 2, 1, los! Ich versuche einen Weg hineinzufinden. Gib mir Deckung. Ich habe Raquels Position. Sie wird gerade zur Hinrichtung abtransportiert. Schalt die Wachen um sie herum aus. Sie weiß schon, was zu tun ist. Sie schafft das. Wow. Mein Mädchen. Gute Arbeit, Red. Na, ich wollte rauszoomen eigentlich. Der Platz ist sauber. Wir steigen ins Auto. Wir sind unterwegs. Gib uns Deckung, John. Okay. Feindliche Person auf meiner Position! Diese Ärsche sind überall. Keine Chance. Ich gebe Vollgas. Okay. Raquel und ich sind sicher. Du darfst abhauen. Das ist aber nett von euch. Bin raus. Triff uns in den Hügeln. Ich schicke die Koordinaten. Ah, traumhaft. So. Sicher noch so ewig weit rennen hier, oder was? Mein. Ah, als Scharfschütze hat man schon ein hartes Leben. Oh, 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 ja, das ging, war der schnelle Weg nach unten. Das da. Warum habe ich eigentlich die Seilwinde nicht genommen?
Kann mir das einer erklären von euch? Weiß keiner, ne? Ich weiß es ja auch nicht. Komme ich da rüber? Chironimo! Oh! Alter! Gibt's da vorne noch irgendwie so einen Versuch oder so? Komm ich da runter? Na gut, dann kletter ich halt runter. Hätte bestimmt den alternativen Weg nehmen sollen. Da geht's weiter runter. Da. Okay. Darf ich da wieder hochklettern? Ah, Applaus. Doch mir diesen alternativen Weg genauer angucken sollen. Egal! Hab ich mich dafür entschieden, jetzt ist es so. Na, 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 na. So, da hinten geht's zu meiner Karre. Sollte ich mir wahrscheinlich auch besser holen, weil ich muss ja noch ein paar Meter laufen. Da, da, da. Au, 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 au. Haben die so noch alle oder was? Scheiße, Lydia. Dir ist jemand gefolgt. Scheiße. Kannst du sie ausschalten? Ich habe ja keine andere Wahl. Warte. Echt scheiße, wenn du das Scharfschützengefährt, das Scharfschützengewehr dann in der Hand hast. Okay. Gut, dann, laufe ich da diesmal halt hin. Alter. Meine Fresse, ey. So, wenn ihr links mich da jetzt auch nochmal dumm anmacht, natze ich euch um. Na? Werdet ihr weggezerrt. Ein Reh, du rennst wenigstens vor mir weg. Bambi. Oh. Was zum Zoom bin ich denn jetzt eigentlich gerade? Okay, ich bin dann auf dem Vierfach-Zoom, okay. Das war aber auch bitter, ey. Aus dem Auto ausgestiegen und direkt hier eins auf die Fresse gekriegt, ey. Scheiße, Lydia. Dir ist jemand gefolgt. Scheiße. Kannst du sie ausschalten? Ich habe ja keine andere Wahl. Warte. Warum jetzt, Mann? Verkehrt mit dir! Alter, warum fällt der nicht um, Mann? Alter, ich rast aus. Ich rast aus. Okay, ich nehme mein Scharfschützengewehr. Fallen die ja nie um. So, wo ist meine Karre? Ja. Gibt's ja gar nicht, ey. Halten die Viecher aus, Mann? Thank you.
Geh weg. Hab dir nichts getan. Rennt ihr mir jetzt auch noch hinterher? Okay. Scheiße, Lydia. Dir ist jemand gefolgt. Scheiße. Kannst du sie ausschalten? Ich habe ja keine andere Wahl. Warte. Wow. Stelle fest, es ist gar nicht so einfach. Boah. Mein Gott. Oh Gott. Ich muss nachladen. Hab sie. Danke, oh. Marie. Jetzt beeil dich. Wir warten auf dich. Alter. Ende der Durchsage. Meine Fresse. So, jetzt zu unserem Tipp noch. So, erstmal hier plündern. Ja, plünder ihn. Aha, okay. Das hat er jetzt irgendwelche Waffen hier auch noch fallen lassen? Nein. Was für ein Scheiß. Alter. Hätte ich wahrscheinlich besser direkt die AP-Munition genommen. Also normalerweise kam jetzt auch noch der Tipp rein, ganz einfach, also die Waffen einfach mal aufzunehmen, dass man sie freischaltet. Und man kann sie wohl auch zerlegen. Ja. Nur als Information, konnte ich halt jetzt gerade einfach nicht zeigen, weil die aus irgendeinem Grund keine Waffen haben fallen lassen, mich aber mit Waffen beschossen haben. Na gut, so ist das eben. Jetzt ist die Mission natürlich auch noch relativ lang geworden, weil ich wieder gefailt habe hier am Ende. Meine Fresse, ey. Naja, gut. Ist halt jetzt so. Ich muss wohl was sagen. Danke. Für die Rettung. Danke euch beiden. Geht's dir gut, Raquel? Tut es, John. Hatte Glück. Flostoff wollte mich unversehrt. Am Ende habe ich mehr von ihnen, als sie von mir erfahren. Wie hast du das geschafft? Geschäftsgeheimnis. Außerdem verlieren Männer bei hübschen Frauen den Verstand. Weil ihr Gehirn nicht ausreichend durchblutet wird. Was hast du erfahren? Die Gesellschaft 23 ist auf der Jagd nach einer Separatistenanführerin, der Schwarzen Witwe. Sie ist Flostoff sehr wichtig, verdammt wichtig. Hat er gesagt, weshalb? Sie hat vermutlich Informationen, die Flostoff lieber nicht aus dem Land dringen lassen möchte. Wir müssen sie finden, bevor die Gesellschaft ist tot. Erst müssen wir herausfinden, wer diese Schwarze Witwe ist. Ina Zakarayan. Die Frau aus Kozori? Die Braut? Genau die. Weißt du, wo sie ist? Nichts ist sicher. Doch ich würde meinen, nachdem ihr Mann erschossen wurde, hat sie sich vermutlich ein gutes Versteck gesucht. Wenn wir hier erstmal abhauen, kann ich meinen Kontakten weitere Informationen abbringen. Wir sollten nicht trödeln. Na. So ist das. Naja, waren ja nur 3 Alarme. Du wirst nur über Ina Zakarayan an Flostoff kommen. Die Witwenbraut. Ich würde dir ja sagen, deinen unnachahmlichen Charme einzusetzen, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Aber die Gesellschaft 23 wird sie dir eh in die Arme treiben. Sie wollen ihren Tod. Dann muss sie etwas Wichtiges über die Gesellschaft 23 wissen, über Flostoff. Oder Amasi. Ich werde sie finden und beschaffen, was wir brauchen, um uns Flostoff und Amasi zu nähern. Die Zeit läuft uns davon. Ich bin bereit, dem ein Ende zu setzen. Das sind wir alle. Ende. Na, wunderbar. Ja, dann ich erstmal wie immer in meinen Unterschlupf. Wo sollte ich auch sonst hingehen? Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben da und ich hoffe, dass das diesmal jetzt auch alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Schaut auch mal meine anderen Projekte mal vorbei und ich freue mich, wenn ihr weiter mit dran bleibt. Bis zur nächsten Folge. Ciao!